Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hofneumann auf der Hofbergmann mit dem Micha, dem Paul, der Astra und dem Uwe zumindest als Zuhörer. Ein wunderschön. Hallo. Hallo. Oder wollt ihr mich nicht dabei haben? Immer. Du kannst gerne dein Senf mit dazugeben. Alles ist die Mezzomix. Das auch. Die Mezzomix ist auch. Weiß ich nicht, so Geschmackssache, ob man Mezzomix-Fan ist, oder? Ja, aber die hat er ja gerade dazu beigetragen. Ah, okay. Genau. Ja, das, was wir kurz zwischengehört haben, okay. Bevor ich es vergesse und frage, was ich das letzte Mal gemacht habe, die Herren, wir haben einen neuen Mod mit drauf, ne? Der geneigte Zuschauer weiß, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass wir einen Team Chaos BHKW bauen, also einen Bioheiz. Was heißt BHKW eigentlich richtig? Bioheizkraftwerk. Ja, genau, Bioheizkraftwerk. Ich wusste es doch. Irgendwie, ich habe es nur gerade nicht zusammengekriegt. Danke, Micha. Genau, das BHKW ist ready. Jetzt ist die Frage, kostet 50 Riesen. Wollen wir es uns hinstellen? Ja, aber Geld verdienen tun wir gerade keins, weil die Zeit läuft nicht. Okay, ja, aber... Was? Grüße. An dieser Stelle gehen die Grüße raus an unseren Hotel Django, der unseren Timekeeper, der uns einfach im Stich gelassen hat. Also wir hätten sonst die Möglichkeit, hinter unserem Drescher-Spot ist quasi so ein Fahrsilo, da könnten wir Kompost draus machen. So, ich habe eben geguckt, Kompost können wir beim Landhandel verkaufen oder Biogasanlage. Ja, ist jetzt nicht das große Geld, ist nicht schlimm. Ich habe aber gerade noch nicht die Motivation, Fahrsilo zu fahren für Kompost. Deswegen wäre mein. Fahrsilo fahren für Kompost. Naja, du fährst das hier rein, verdichtest es, schmeißt es zu, dann wird daraus Kompost, würde ich vermuten. Okay. So wie damals hier 19. So wie damals im 19. Ja, genau. Ja, ich verstehe. Genau. Ich hab's noch nicht getestet, aber genau, Paul, ich würde auch sagen, wie im 19er reinfahren, verdichten, plane ich drauf. Ich hab's auch noch nicht getestet, ne? Später geht etwas. Genauso. Okay. Okay, ja, guck, Astra sagt, also. Genau. Frage ist halt, wollen wir uns dieses BHKW kaufen? Ich hätte auch einen passenden Spot, und zwar, Paul, geh mal, nee, nach vorne, weiter, stopp! Da würde ich es hinstellen, dann wäre da, wo du jetzt stehst, falls Micha auch kommen möchte. Ist an der Seite oder wo? Ja, genau, an der Seite hätte ich es hingebaut. Da, wo du jetzt stehen würdest, wäre der Abladeträger. Das heißt, du könntest entspannt hinten die Runde durch das Fahrsilo fahren, vorne abladen. Micha, andere Richtung. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Alles gut? Also da, so wo Paul mehr oder minder ist, da wäre der Abladepunkt. Ja. Ich würde es nicht zu weit nach hinten machen, dass du entspannt abladen kannst. Oder sagt ihr, nee, finden wir voll scheiße. Ist auch möglich. Das hier ist ein Fahrsilo, oder was? Das ist das Fahrsilo, genau. Ich würde es auch so stellen, dass tatsächlich nur der Abladeträger auf dem Beton, auf dem Schotter, den du siehst, ist. Der Rest wäre quasi auf dem Gras. Das ist ja nur dieses kleine Haus und dahinter so ein Silo. Ja, ist okay. Okay, so, warte dann. Ich stell's noch ein Stückchen so hin. Guckt mal, Jungs. Ah, gut, jetzt ist natürlich ein bisschen doof, weil nach vorne macht er nicht ganz so viel weg. Da war jetzt noch ein bisschen. So. Ja, also okay. Warum? Steht gut. Denke auch, ne? Man kann noch hier rumlaufen. Ja. Gemietet von meiner Farm. Weiß ich wo nicht. Wo steht das? Hier bei diesem Dingsbums Sackabfüller. Den Rüsch ist nicht, ja gemietet von meiner Farm. Dass das gemietet ist. Steht bei mir nicht. Nee. Nicht? Nee. Nö, steht bei mir nicht. Also wenn ich hier so rangehe, hier so nach oben gucke, dann steht bei mir hier LSFM BBM 8000 gemietet von meiner Farm. Nee. Ja, jetzt steht das auch. Gemietet von meiner Farm. Musst du nach oben gucken, hier drin. Ja, hab ich. Ah, warte da. Ja. Ja, aber wir haben nichts gemietet, also. Nein. Weil das gehört ja auch zum Standardhof dazu, ne? Ja, wer weiß. Ja. Kurz zur Erklärung zum BHKW. Wir brauchen ein bisschen Wasser, wir brauchen Stroh oder Heu.
Wir können Hackschnitzel mit reinfüllen, das steigert die Produktion. Und wenn wir Sprit mit reinfüllen, steigern wir die Produktion noch einmal. Müssen wir aber nicht. Also sagen wir so, müssen wir nicht. Wasser, Stroh oder Heu brauchen wir, damit wir quasi das Methan produzieren können. Das können wir dann wieder rausholen für andere Sachen. Und den Strom, den wir generieren, der wird automatisch verkauft. Das heißt, den sehen wir nicht, den können wir nicht irgendwie weiterverwenden oder sonst was. Ihr kennt das. Okay. Ein bisschen Strom wird maximal produziert, der wird sofort verkauft und generiert quasi das Income. Das heißt, wenn wir Stroh oder Heu über haben, können wir auch ein Fass Wasser schon mal hinfahren. Passt auch 20.000 Liter rein, also easy, dass wir da Hol ich mal ein Wasser. entspanntes Fass reinfahren können. Also wir hätten 307.000 Liter Stroh auf Lager. Ich glaube, da können wir was von abzweigen, Ich oder? glaube, hier geht Wasser rein, oder? Muss mal ganz kurz Stimmt. auch, ich muss mal Tab drücken, leider, Jungs. Ich weiß gerade gar nicht. Ah, warte, ich habe mein. Ich guck mal hier. Ich wollte irgendwo grubbern. Ich muss gerade noch mal gucken, nämlich was ich grubbern wollte. Und ich muss aber noch mal vorher. Bei 5 sehen wir bestimmt morgen an erst, ne? Was wollte ich denn grubbern eigentlich? Das weiß ich gerade auch gar nicht mehr. Was ist denn abgeerntet? Feld 5 müsste es, glaube ich, sein, was wir. Das ist Nee, aber eh schon abgeerntet, glaube gerubbert. ich. Was habe ich denn abgeerntet? Frag Ich mich weiß nicht. nicht. Ich habe Das ist doch irgendwo nichts. Es für ist den nichts Grubber abgeerntet. Das ist, geholt. du hast Feld 5 gegrubbert. Ach, dann habe ich ihn vielleicht weggepackt und nur nochmal angeklemmt, weil Ja. ich den Screenshot gemacht habe beim letzten Mal. Okay. Das kann sein. Gut. Wisst ihr, was mal, wo hier ein Wasserträger ist? Ja, hier vorne, ein Stück weiter geradeaus auf der linken Ah. Seite. Achso, da, okay. Ansonsten kannst du auch ganz entspannt die Team Chaos Multikaufstation benutzen, aber sag's keinem. Ja. Micha, hast du gerade dann schon Stroh geholt? Nee, ich bin im Grasfahren. Okay, du bist am Gras fahren, das heißt. Und ich hätte schon eine klare Aufgabe. Ja, ich muss nur kurz einen Anhänger dann von hinten holen. Ja, alles gut. Du könntest Aber beim hier ist Händler das Wasser vorbeifahren. kostenlos. Du könntest beim Händler vorbeifahren und zwei Big Packs fix Fermente aktiv kaufen. Ja. Heute noch oder reicht morgen? Und wir sollen morgen, sobald das Zeug da ist, können wir die Silageproduktion losladen lassen. Ja. Zwei Stück. Ich könnte dir eins vielleicht holen auf der Palettengabel. Ja, eins reicht erstmal. Okay, dann mache ich nur einmal Folgendes. Ich nehme mal Stroh, was wir haben, eine Ladung und pack das schon mal. Ich fahre gerade schon im Ladewagen drunter. War eh gerade am Hof. Okay, ja, warte, dann habe ich den umsonst geholt. Okay, warte, 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 warte. Ich lasse den hier stehen. Gerade gruselig hier gefühlt. Ich lasse den Anhänger hier stehen. Ich schnapp mir meinen Frontlader und fahre zum Händler. Perfekt. Wenn du gerade Ich das. habe eh gerade hab eh grad Gras Nee, abgeladen, da kann ich auch ganz viel sicher, Stroh aufladen. alles fein. Das passt für mich. Wir müssen dann auch die Produktion gleich einmal anschalten. Haben wir irgendwo was mit, wo wir auch zur Not Diesel transportieren können? Ich glaube, ein Spritfass haben wir keins. Kann man das LSFM-Fass Ich umkonfigurieren? weiß es nicht. Das wäre nochmal spannend zu wissen. Also wenn nicht, dann haben wir halt den Boost quasi vom Diesel nicht. Dann machen wir es halt nur normal, ne? Hackschnitzel werden wir jetzt ja auch nicht irgendwo ranbekommen. Bedenken. Hier ist 16.000 Liter Stroh schon mal drin. Ja. Hier liegt noch das ganze Feld voll mit Gras, habe ich gerade gesehen, ne? Also bin ich schon abgefahren.
krass. Ich dachte, wir wären schon weiter. Entschuldigung, das war nicht. Ich bin letztes Mal erst beim Schwaben fertig geworden. Ah, okay. Ja. Da kommt doch alles runter heute. Ja, oder wir holen's morgen rein. Ja, können wir auch. Also mir ja, ist das egal. Mir, also... Nee, ich hol jetzt Holschütt jetzt auch rein. Bin ja schon unterwegs. Welches, was wolltest du haben? Das findest du nach Verbrauchsgüter, das Fender, Fermenter, fix aktiv oder wie das Zeug heißt. Findest du unter Verbrauchsgütern unter dem Punkt. Okay, ich war bei Paletten. Ach, das Fix Ferm Active. Ja. Genau, okay. Das brauchen wir. Ja. 500, so und so viel D. Ja, alles fein. Sorry, mein Fehler, ich habe halt nur auf das Palettensymbol geachtet. Nee, das sind da Verbrauchsgüter abgestapelt. Nee, ist ja alles gut. So. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt auch nach Hause. Ey, das sind doch auch diese IBC-Kanister, die man danach wieder voll machen konnte. Ich weiß es nicht. Astro, weißt du das? Ist. Bitte? Weißt du, ob man diese IBC-Kanister wie früher quasi leer macht und wieder voll pumpen kann? Hab ich gar nicht getestet. Okay. Du wirst es aber gleich sehen, wenn du. Ja, immer. Es war die reine Vorfreude. Ich weiß es nicht. Die IBC-Kanister dann irgendwo auf dem Hof zu platzieren, wenn wir den gleich noch über haben. Aber wir haben ja noch Fläche genug, um das hier nirgendwo auffällt. Naja. Was wollt ihr denn reinpacken? Wir haben gerade. Fix Fermente aktiv ist da drin. Genau. Ach so. Geht das vielleicht auch mit in das Silo für den Flüssigdünger und das Herbizid? Nee, das kommt ja in meine Silo-Produktion. Das brauchen wir, um Silage herzustellen. Wir wussten jetzt ja, nur nicht, ob... ich weiß, aber vielleicht passt das, nimmt das auch mit auf. Alles gut, wir sollten wahrscheinlich nichts über haben. Ging nur drum, im 19er hattest du ja dann diese IPC-Container frei. Die dann leer waren, die wir erfüllen konnten. Du konntest die dann quasi wieder selber befüllen. Micha, das war hier hinter dem Strohding, ne? Oder? Das ist hinten in der Ecke, wo... Also hinten... Auf dem Seitenhof, wo jetzt auch unser Biokraftheizwerk steht. Da muss ich hin. Da! Ja. Sorry. Da steht der Fermenter. Ja, nee, genau. Ist ja auch so ein kleines Ding, was man kurz mal übersehen kann. Ja, ist so klein, das Silo. Ja, das Ding, wo man immer direkt drauf fährt. Ja, genau. Da musst du neben die Ablage. Hab ich gefunden. Mein Fehler, sorry. Ich war gerade mal etwas lost. Ist nichts Außergewöhnliches, das stimmt. Silageherstellung. So. Die aktiviere ich auch schon mal, Micha, ne? Kannst du anmachen, ja. Ist ja schon alles drin soweit. Okay, kurze Information. Der IBC-Kanister ist dann weg. Ja. Okay, Jungs, was habt ihr für mich zu tun? Guten Eindruck machen. Das kann ich gerne versuchen. Kann man an diesem Ding eigentlich tanken? Welchem Ding? Ich war der Meinung, ich bekomme hier auch Diesel, aber ich glaube nicht. Du hast keins drauf gemalt. Ja, ich glaube, Diesel bekommst du bei mir. Aber Diesel könntest du hier bei der Diesel-Tankstelle kriegen, die bei mir steht. Ja, da wird aber kein Diesel drin sein. Ich hätte ihn jetzt einfach halb leer wieder abgestellt, muss ich gestehen. Wir hätten 6367 Liter Diesel. Wir haben Diesel? Geil. Ja, als wenn der ein paar Mal in die irgendwas leer hier hinstellen würde, also bitte. Nee, ist richtig. Ich will auch was runterzahlen, wenn du nicht sollst. Junge, der mich. Alter! Ich war schon fast weg, ne? Aber er wollte einfach nur noch mal mich schnell Huckepack nehmen. Nein, ich habe extra schon gelenkt, aber wir haben beide gleichzeitig gelenkt. Vor allem wollte ich geradeaus fahren. Ich habe links gelenkt, Entschuldigung. Ich merke schon. Okay. Was haben wir denn jetzt zu tun, Jungs? Also, das Feld kann wieder angesät werden. Wir können auch gleich erst schlafen gehen.
Du kannst die Wiese düngen, wenn du willst. Boah, wenn ich ehrlich sein darf, ich hätte nicht Bock, nochmal mit Gülle zu spielen gerade. Ja, können wir die morgen noch düngen? Weiß ich nicht. Müsste eigentlich gehen in der ersten Wachstumsstufe, gell? Ich vergesse das immer, ob das geht mit Precision Farming oder nicht. Ich hab verstanden. Wir haben ja auch andere Felder in der ersten Wachstumsstufe noch gedüngt. Ja, aber Gras ist da ja immer ein bisschen. Ich weiß es nicht. Junge, wer hat denn da gerade 11.500 Euro ausgegeben? Ich weiß nicht. Das war kein Wasser, was jetzt hier drin ist. Dein Wasser! Hast du Wasser gekauft? Nee, das habe ich jetzt nicht hier gekauft. Du solltest Wasser holen. Flüssigdünger. Warum hast du denn Flüssigdünger gekauft? Weil ich auf die Symbole geachtet habe, dass falsch am falschen Ziel stand. Was wollen wir denn mit so viel Flüssigdünger? Vor allen Dingen, weil wir keinen Flüssigdünger benutzen. Ja. Wir haben so einen Spritzer, aber da ist Herbizid drin. Ja. Und wir wollten düngen mit Gülle. Happens. Micha, hätte jedem passieren können. Alles gut. Paul. Du Bums kann doch nächstes Mal wieder verkaufen, ne? Nee, ist das Problem. Doch, kann ich. Nee, ja, oder nee. Ankaufspreis, Verkaufspreis. Wo kannst du es denn verkaufen? Also, wo wird es denn angekauft? Ah, nee. Warte mal. Gibt es irgendwo einen Ankaufpreis? Nee, das ist irgendwie so komisch aufgelistet. Das ist weder als Ankaufspreis noch als Verkaufspreis gelistet in der Liste. Das ist irgendwie in der Mitte, so ein Zwischending irgendwie. Also bei den Team Chaos Dingern also kannst du es nicht verkaufen. Bei mir ist beides auf Verkaufspreis gestellt, wenn ich auf Flüssigdünger gehe. Aber Ankauf gibt's da keinen. Also die Multibuys kaufen auf jeden Fall nicht an. Das kann ich dir sagen, weil zufällig habe ich die XML geschrieben. Ja. Scheiße. Ja, lad aus und stell in der Ecke. Ich mach dir zur Not gerne schnell Superkraft an. Hilft doch alles. Pack in Silo. Wir haben da hinten ein Silo stehen, vielleicht kriegst du es da rein. Geht auf jeden Fall rein. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, während Paul sich auf dem Weg zum Silo macht mit unserem flüssigen Gold, sind wir erstmal fertig. Liebe Leute, wie immer vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.